Nimm das Zeug da weg. Ich nehme das nicht. Entspannen Sie sich, okay? Sie sind noch sehr schwach. Sie müssen sich erst noch etwas auskurieren. Das muss man nur tun, wenn man überleben will. Ich will das Gegenteil. Lassen Sie mich alleine. Es ist meine Pflicht und ich werde Sie jetzt untersuchen. Ich will keine Operation. Ich verstehe. Sie fühlen sich nicht gut. Aber ich werde Sie morgen operieren und danach werden Sie sich besser fühlen. Ich will auch keine Behandlung. Lassen Sie mich in Friede ruhen. Sie machen einen Fehler. Auf jeden Fall müssen Sie diese Verzichtserklärung unterschreiben. Nur zu gerne. Überlegen Sie sich's davor. Hey, Lizzie. Ich warte noch auf deine Nummer. Sie sind unvergesslich, Mr. Taylor. Schönen Tag noch. Du weißt nicht, was du verpasst. Sie ist wirklich nett, nicht wahr? Was für ein schönes Wetter außerhalb dieses Fensters. Halt doch die Klappe. Ich denke nicht, dass du das machen solltest. Gibt es denn nichts, für das es sich noch lohnt zu leben? Für was denn? Meine Frau ist vor 6 Monaten von uns gegangen. Meinen Sohn sehe ich auch nicht. Ich bin es so leid. Ich habe niemanden mehr. Ich sehe keinen Sinn mehr in dieser nutzlosen Existenz. Was ist mit deinem Sohn? Wir hatten eine Auseinandersetzung. Vor ein paar Monaten. Er hat mich angerufen. Er wollte mich besuchen, aber ich war noch nicht bereit dafür. Ich denke, das ist dämlich. Wenn das Leben dir einen weiteren Tag gibt, warum Nein sagen? Das geht dich alles nichts an. Oh, schau dir das an. Wir sitzen hier mit den klumpigen Haferflocken und Dr. Lawrence kommt aus einem schönen Burgerladen. Ich hasse einfach diesen Ort. Warte einen Moment. Er setzt sich auf eine Bank? Was hat er da an seinen Händen? Was zur Hölle ist das? Oh, es ist ein Bacon Double Cheeseburger. Er sitzt da und verschlingt ihn. Mr. Taylor? Ihr Blutcholesterinspiegel ist niedriger als mein Burger. schauen Sie sich das Röntgen an. Da ist ein Ketchup-Fleck auf Ihrer Robe. Steve, mich... Ich weiß, dass Sie eigentlich nicht wirklich diese Operation machen wollen. Ja, ich verstehe das. Aber es gibt so viel zu sehen außerhalb dieses Fensters. Du magst glauben, es gibt nichts, für das es sich lohnt. Aber das ist falsch. Es ist einfach für dich, darüber zu reden. Du bist lebensfroh und energiegeladen. Und ich falle auseinander. Das kommt ganz auf deinen Blickwinkel an. Weißt du... Du kannst auch glücklich sein, wenn du es zulässt. Ich will darüber aber nicht reden. Oh, du wirst das nicht glauben. Was ist denn da? Er geht zurück für noch einen. Und? Ja! Sie hat die Blumen genommen und ihm auf die Wange geküsst. Ich kann nicht glauben, ich verliere. Sie wird mit ihm ausgehen. Ich hab's dir doch gesagt, sie will einen Arzt und nicht dich. Ach, die ist doch in mich verknallt. Das ist doch zum Heulen.
jetzt gehen Sie Hand in Hand wieder zurück zum Krankenhaus. Ich wette, er stolpert wieder über die Fliesen. Ja, mal sehen. 3, 2, 1. Ja! Weißt du, in einem Jahr oder so werden Sie und ich unter diesem Fenster schlendern gehen. Ja, ich werde es mir dann anschauen. Guten Abend, die Herren. Hatten Sie schon Ihr Essen? Und Sie? Wir kennen Ihr kleines Geheimnis. Geheimnis? Welches Geheimnis, Mr. Foreman? Ihre Vergesslichkeit. Die kommt doch nicht von dem Speckmissbrauch, oder? Vergesslichkeit? Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Aber ich habe gesehen, dass Sie Ihren Verzicht noch nicht unterschrieben haben. Wissen Sie, Doktor, ich habe meine Meinung geändert. Wirklich? Das ist eine wirklich gute Entscheidung, Mr. Foreman. Wirklich gute Entscheidung. Dann ruhen sich die Herren jetzt bitte einmal aus. Ich brauche Sie stark und bereit heute Nacht. Ich wette, er geht jetzt in diesen Burgerladen wieder. Weißt du, was das Erste sein wird, was ich mache, wenn die uns hier entlassen? Ja, du willst Lizzie auf ein Date ausführen. Nein. Du und ich. Wir werden uns 2 riesige doppelte Cheeseburger holen. Und dann reiben wir sie in Dr. Lance unter die Nase. Mr. Foreman? Mr. Taylor? Es geht jetzt los. Lizzie, drück aufs Gas. Ich will diesen alten Kerl hier schlagen. Du träumst. Dr. Lawrence, stellen Sie sicher, wir sind schneller als die hier. Hey, lass uns wetten. Der Letzte aus der Operation muss die Burger bezahlen. Deal. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich sehe dich später. Alles klar. Los, los, los! Lizzie! Wie fühlen Sie sich, Mr. Foreman? Gut. Das ist gut. Schön zu hören. Wo ist Matthew? Es tut mir leid. Er hatte keine Chance. Er war unheilbar. Mr. Taylor hat verstanden, dass diese Operation ihm nicht mehr helfen würde. Aber er lebte zu sehr, um es nicht zu versuchen. Lizzie, Schätzchen. Kannst du sehen, ob der Burgerladen auf hat? Welcher Burgerladen, Mr. Foreman? Draußen aus dem Fenster. Es ist kein Burgerspot da draußen. Was ist das für ein Unsinn? Sie waren mit Dr. Peters auf der Straße. Dr. Peterson, Mr. Foreman, tut mir leid, ich weiß nicht, was Sie meinen. Oh, bitte, bleiben Sie im Bett, Mr. Foreman. Okay, bleiben Sie im Bett, bitte. Mr. Foreman. Mhm.
Da ist wirklich... Es ist nichts da. Ja. Und jetzt? Warum sind Sie so überrascht? Lizzie, es gab einen Moment, da hat mir dieses Fenster Hoffnung gegeben. Es hat wirklich alles geändert. Aber eigentlich war es Matthew. Matthew hat mir gezeigt, dass das Leben wertvoll ist. Außerhalb dieses Fensters ist eine wunderschöne Welt. Es tut mir so leid. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, vielen Dank. Ihre Nummer? Hallo, mein Freund. Ich habe uns das hier mitgebracht. Ich konnte keine mit Bacon finden. Oh, schau mal da. Ich habe ihre Nummer für dich. Und da läuft sie mit Dr. Peterson. Lizzie. Hi. Dad, kommst du gleich? Ich komme gleich. Okay. Ich habe ihn angerufen, Matthew. Ich danke dir vielmals. Du hattest recht. Du hast mir gezeigt, dass das Leben außerhalb des Fensters zu interessant ist, um zu verpassen.